traust, wenn du Ich dann, wenn weiß du nicht, dann müsste ich liest. nochmal nachgucken, aber ich habe es nachgelesen und damit ist die Taufe gemeint, lieber Reza. Das hier gerade Nein, war das ist eben absolut falsch. deine Das ist ein eigene Meinung. katholischer Typ, der eben keine, nicht den Heiligen Geist hat und Ja. erzählt Schwachsinn. Also ihr seid die Einzigen, die Denn, den wir Heiligen wissen, Geist du hast haben. ja natürlich die Bibel gelesen, Johannes, Markus 16, Vers 16 sagt der Herr Jesus, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da lässt der Herr Jesus die Wassertaufe weg, weil sie nicht heilsrelevant ist. Ja, aber das sagst du, aber das sagen eure Gelehrten anders. Lies doch Du mal sagst das. einmal die Bibel. Ich brauche, guck mal, ich Das habe ist so, erstens die als wenn Bibel. jetzt ein Professor für Physik jetzt einem Erstklässler mit ihm so diskutiert. Mach es. Lies doch mal wenigstens Okay. einmal die Bibel, dann bist du wenigstens ein bisschen vorbereiteter, wenn du mit mir sprichst. Okay, also du denkst, du bist ein Professor, du hast die Bibel besser verstanden Nein, als ich. ich habe dir nur ein Beispiel genannt. Du hast ja null Ahnung von der Schrift und kommst hier hin und möchtest debattieren. Du hast doch gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Lies aber doch du mal behauptest. wenigstens, lies doch mal Sekunde. einmal wenigstens das Neue Testament. Einmal. Okay, einen Moment. Okay. Das möchte ich so widerlegen. Kleinen Moment. Ich brauche ganz kurz eine Junge, wie Sekunde lange willst du noch dafür. dieses Spielchen machen eigentlich? Ich dachte, ihr wollt mit mir reden. Ich kann auch wieder gehen. Ich habe eh nicht viel Ja, Zeit. aber nein, nein, aber du musst auch dazu lernen. Wie wäre es, wenn ihr ein bisschen dazu lernt? Ich zeige dir jetzt Wie das, denn? was Du hast du. doch gar keine Ahnung, hast nicht den Heiligen Geist und willst mit mir debattieren. Wir haben doch eben festgestellt, dass man den Heiligen Geist nicht haben muss, um die Bibel zu lesen. Haben wir doch eben festgestellt, oder? Doch, nein, wir haben gesagt, wir müssen den Heiligen Geist haben, um die Bibel Ja. zu verstehen. Du hast es wieder vergessen. Du bist der Einzige, der das sagt. Ich habe mit zwei Pastoren geredet, die Die widersprechen dir. Pastoren So kannst du ziemlich alle in jeder den Mülleimer Geistliche. klopfen. Das sind evangelische, halt, stopp. Evangelische Das sind Pastoren kannst du alle in den Mülleimer klopfen. evangelische Freikirchler, mein Lieber. Und Evangelische ich glaube, die haben mehr Freikirchen Ahnung kannst als du du. alle in die Tonne klopfen. Aha. Also du glaubst, du hast mehr Ahnung als die. Natürlich, weil die haben nicht den Heiligen Natürlich. Geist. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt. Guck mal, mein Lieber. Wir haben Johannes 3, Vers 5. Ich muss mich wiederholen. Johannes 3 Ich ist habe eine dir den erklärt. klare, Johannes 3 ist eine klare Anleitung dafür, wie man den Heiligen Geist bekommt. Wenn man Okay, Johannes und wie 3 bekommt nicht man? liest, so, Wie wenn man bekommt Johannes man 3 den? nicht liest, Sekunde, wenn du Johannes 3 nicht liest, erstmal das eine Thema. Wenn du das nicht gelesen hast, weißt du nicht, wie du den Heiligen Geist kriegst. Du musst es lesen, verstehen, dann hast du die Anleitung. So, und du sagst jetzt, man muss den Heiligen Geist haben, um die Bibel zu lesen. Das ist ein Widerspruch. Die Bibel ist dafür da, damit du sie liest, verstehst und lernst, wie du den Heiligen Geist kriegen kannst, lieber Reza. Das war ein Nein, Fehler das ist eine deinerseits gerade. Bestätigung. Johannes 3, Vers 5 ist eine Bestätigung Nein. für Leute, die wiedergeboren sind. Woher wissen die dann Bescheid, wenn sie die Bibel nicht lesen? Für was ist das eine Bestätigung, wenn ich nicht mal die Bibel gelesen habe? Was soll mir Du das, musst wie, nicht soll ich das unbedingt die fantasieren? Bibel gelesen haben, um den Heiligen Ah! Geist zu bekommen. Ach so, du musst nicht die Bibel lesen, der kommt von alleine, der Um den Heilige Geist. Heiligen Geist zu bekommen, hör mir doch mal zu. Du musst nicht unbedingt die Bibel gelesen haben, um Aha. den Heiligen Geist zu bekommen. Du kannst durch das Hören eines Predigers, eines Evangelisten, zu Buße kommen, zum Glauben an den Herrn Jesus, und dann kommst du zur Wiedergeburt, ohne von der Schrift große Ahnung zu haben. Und dann liest du die Schrift, weil du dich ja für deinen Herrn interessierst, und dann entdeckst du auch viele Parallelen, weil du den Heiligen Geist erkennst, also hast und das Wort Gottes auch besser verstehst. Und dann erkennst du auch manchmal Sachen, wo du dachtest, dass das anders zu verstehen ist, aber dann das Wort Gottes berichtigt dich dann in der Du Hinsicht. machst einen enormen Fehler, denn du sagst gerade, man muss die Bibel nicht gelesen haben, um den Heiligen Geist zu kriegen. Und jetzt zitiere ich dir aus der Bibel: Wer die Bibel leugnet, ja, wer der Bibel etwas hinzufügt oder wegnimmt, ja, den sollen alle Plagen dieses Buches heimsuchen. Und wer ihr was wegnimmt, ja, der wird nie das Paradies bekommen. Reza, du solltest aufpassen, was du sagst. Das ist gefährlich, was du gerade sagst. Das ist sehr gefährlich. Du Ich widersprichst passe der immer Bibel, auf, mein was ich Lieber. sage. Du verstehst es ja nicht, was ich sage. Das ist ja nicht im Widerspruch zum Wort Gottes, Guck was mal, ich sage. guck mal. Wenn du so ein Professor bist, warum sagst du folgende Worte? Jetzt frage ich dich, Reza. Wenn ich jetzt Selbstmord begehe, was jetzt viele Leute denken, ja, stimmt das? Wenn ich Selbstmord begehe, dann komme ich zum Herrn Jesus. Hat der Herr Jesus für alle Sünden bezahlt, außer Selbstmord? Antworte mir bitte das. Antworte mir, Ja, weil ich ich hier frage bin. dich. Hat Und er also darf der Herr das ja Jesus nicht, ne, für weil er alle nicht Sünden den Heiligen bezahlt, Geist außer hat Selbstmord? und ich kann ihm das Moment. tausendmal erklären, der versteht Hör dir das doch nicht. selber, hör dir doch selber Ich zu. kenne doch Du diese sagst. Debatte. Ich habe da doch, ich war da doch mit dem gesprochen Ja, hat. und du sagst hier Ja, was ganz hast du klar, dass Fragen alle Sünden, diesbezüglich? du sagst, alle Sünden sind vergeben. Jesus ist für alle Sünden gestorben, sagst du.
Ja, aber wir haben doch, aber warte, wir haben doch eben vorgestellt, dass nicht festgelegt, dass nicht alle Sünden vergeben werden, haben wir doch eben herausgefunden. Doch, nee, hast du nicht. Haben wir nicht. Alle Sünden sind vergeben am Kreuz. Steht das nicht in der Bibel, dass der, wenn du über den Heiligen Geist lästerst, dass das nicht vergeben wird? Steht das nicht drin? Ein Wiedergeborener lästert nicht dem Heiligen Geist. Es ist unmöglich, sonst würde er den Heiligen Geist erst gar nicht bekommen. Das behauptest du. Guck mal, es gibt noch viel mehr Bedingungen. So wie du das sagst, geht das nicht. Ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben bin und ich bin jetzt befreit. Jakobus 2, Vers 14 sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ohne Werke ist tot, ja, natürlich. Ja. Ein Wiedergeborener also bringt ja auch Werke. Also reicht es ein nicht, ein Wiedergeborener, der glaubt, bringt ja automatisch Werke. Also, aber die Werke sind nicht, die ihn retten, sondern der Glaube. Falsch. Das ist falsch. Der hat noch nie einmal die Bibel gelesen, ist nicht wiedergeboren, hat nicht den Heiligen Geist und sagst zu mir, ist falsch. Widersprichst du der Bibel? Ich habe doch gerade zitiert. Warte mal, widersprichst du jetzt der Bibel? Joker, Glaube wenn ich dir ohne Werke. Sekunde mal eben, meine Dame. Guck mal, du darfst gar nicht mit uns mitreden, dass die Bibel sagt, du als Frau darfst gar nicht hier predigen und du darfst nicht mal reden. Ich predige nicht. Wenn du gute biblische Exegese haben möchtest. Laut Bibel darfst du nicht mal reden. Laut Bibel darfst du nicht mal reden. Laut Bibel darfst du erst nach Hause gehen und zu Hause deinen Mann fragen, was geschehen ist. Ich habe meinen Mann gefragt, mein Mann hat mir das okay gegeben. Nein, du darfst trotzdem nicht mit mir reden. Du musst mit deinem Mann reden. Du darfst wenn du biblische Exegese haben möchtest, guck mal, du widersprichst der Bibel. Wenn du gute biblische Exegese haben möchtest, dann hört ihr über Jalibi an. Wieso stichst du jetzt hier rein, während ich mit Reza rede? Ich rede mit Reza. Joker, es muss jetzt einmal Werbung gemacht werden. Die Leute müssen wissen, wer du bist. Ich muss raus. Mach hier weiter. Wir reden nächstes Mal. Nein, wir reden nächstes Mal. Du musst die Sachen verstehen, alles. Nächstes Mal. Ich hoffe, dass du mal. Mach Werbung. Dass du mal ein bisschen Joker ein bisschen verstanden hast. Ciao, ihr Süßen. Nächstes Mal erzählst du mal über deine Einweihung. Das ist gut. Ja. Ja, aber es ist halt, das ist so ein Mensch, der noch in der Welt ist und der halt sich so benimmt. Und ja, ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Da ist ja der Oberhetzer. Der Oberhetzer. Ich stehe kaputt, der ist so heftig. Ich hätte schon längst die Geduld verloren, sei ehrlich, ohne Spaß. Ja, aber man muss Geduld haben, das ist das Problem. Nicht wiedergeboren, das ist so heftig. Ne? Egal, was du machst, egal, wie du denen das erklärst, ne? Den Unterschied zwischen wiedergeboren und nicht wiedergeboren, er will es nicht kann er nicht verstehen, aber das ist halt für die Leute, die hier drin sind, ne? Die Fragen. Damit aber ich glaube, das verstehen, warum, wie die Dinge zu verstehen sind. Lisa, was meinst du, was die Muslime mit dem machen, wenn die den so erwischen mit seiner Schminkerei und so? Ja. Die werden aus dem auf jeden Fall einen vernünftigen Mann machen. Das ist so krass. Ja, ich hatte schon. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Aber auf jeden Fall der Versuch, aus dem einen Mann zu machen, werden die auf jeden Fall vornehmen. Aber, naja, gut, aber wenigstens hat er nur gefragt, ne? Wenn er jetzt hier Blödsinn reden würde, dann muss man den ja ausschalten, also dann muss man den halt rausschmeißen, aber er hat nur gefragt und darauf muss man antworten. Ja, dann wird eh wieder zusammenschneiden. Ja, wie oft noch, Lisa? Das ist jemand, der sucht eigentlich nur Aufmerksamkeit. Das ist kein Problem, aber wenn er hier Fragen stellt vor den Leuten, dann sollen die Leute auch hier was dazu lernen. Ja. Ja. Ja, gut, aber dass du so viel Geduld hast. Ja, man muss die Geduld aufbringen. Aber Reza, der ist sowas von fertig. Guck dir mal dieses Bild an. Das ist nicht mehr normal. Ja, also wenn ich mich so im Spiegel sehen würde, würde ich mich auch echt so erschrecken. Das ist ganz normale Reaktion, wenn er sich im Spiegel sieht. Das ist so fertig. Hey, allein diese Witze, die er auch macht und dann so auf der Schaukel. Hey Leute, was ist der Unterschied zwischen einem Känguru und einem Mensch? Ein Känguru kann springen. Das ist doch voll krank, ey. Das ist doch krank. Ja. Das ist eine ganz arme Seele. Ist das eigentlich, müssen wir für ihn weinen. Eigentlich muss man für ihn weinen. Du hast recht, wir müssten weinen. Du hast so weinen. Nicht nur das.
Nicht nur, dass der verloren geht für alle Ewigkeiten, nein, selbst seine eigene Religion, wenn sie hier nach vorne kommt, werden sie ihm die Fußnägel da abschneiden, ja, weil er das getan hat. Der soll mal so in Iran rumlaufen, so jetzt, so in Iran, einfach so am Tag. Ich verstehe diesen Jungen nicht, ne? Also der steht für Liberalismus, so Toleranz und diese Menschenrechte, aber sagt im gleichen Atemzug, ja, der Islam ist eine wunderschöne Religion. Obwohl der Islam Hatstrafen hat. Also so Körperstrafen für homosexuell alles. Ja. Das ist Wahnsinn. Es gibt halt Sadisten, Masochisten und sowas, ne? Die sowas lieben, wenn die so gequält werden. Servus, Leute. Ja, hallo. Hast du eine Frage? Ich habe Fragen genug. Habt ihr auch Fragen? Wir können. Ja, ich habe eine Frage an dich. Hast du eine Frage? Ich kenne diese Frage. Alles gut, könnt ihr gerne fragen. Wer bist du denn ich überhaupt? Ich habe eine Frage an dich. Hast du eine Frage? Warte mal, Ex-Muslim, haben wir gestern geredet oder nicht? Ich weiß nicht, stell dich erstmal vor. Es ging um das Thema, dass du gesagt hast, dass Islamisten töten dürfen. Oder sollten Islamisten so. Töten? Also im Islam sollte man töten, hast du immer gesagt, wenn einer aussteigt. Da haben wir doch gestern drüber geredet. Ach, Musti, du bist das, Musti? Ja, genau, hallo. Ah, alles okay, gut. Alles klar. Ich bin gerade reingekommen. Ja. Ich glaube, ich höre euch mal kurz zu und dann reden wir drüber. Ja, komm zu den Herrn Jesus Christus, der macht dich frei. Ja, ich glaube, ihr sollt zum Allah kommen, der macht euch auch frei. Nein, Allah macht nicht Musti. Frei. Allah macht nicht Mohammed frei. Hat ja Allah gesagt, wer die Religion verlässt, der muss getötet werden. Aber ihr geht immer vom Schlimmsten aus, weißt du? Man kann nicht von einer Sache immer vom Schlimmsten raus. Das stimmt nicht. Musti, hör doch auf damit. Da habe ich eine Frage. Sei doch nicht so stolz, Musti. Es geht doch nicht um den Musti Stolz. Musti Makarusti, bitte. Es geht nicht um den Stolz. Amir, wann kam man mal die Hadithe raus? 300 Jahre später, ne? 300 Jahre später, richtig? Bitte was? Wann kamen die Hadithe nochmal raus? 300 Jahre später, ne? Ja, genau, 300 bis 400 Jahre später. Also 200-300 Jahre später. Aber warte mal, im Koran steht doch dreimal beten, richtig? Richtig, ja. Also dann haben die ja in der Zeit alles falsch gemacht, oder? Ohne die Hadith. Ja, genau. Ja, okay. Mohammeds Worte gelten mehr als die von Allah. Aber ich habe eine Frage an euch. Ja, also muss ich. Einen Moment, ich habe euch jetzt ein bisschen so 2-3 Tage verfolgt. Ich finde, dass euer Content nur im Negativen gegen Islam über ist. Ist das richtig oder habe ich das falsch aufgenommen? Nein, das ist alles ein positiv. Ein Moment, das ist positiv. Ja, kann ich bitte einmal ausreden oder würdest du noch gerne dazu was sagen? Ihr darfst gerne ausreden. Okay, mein Ding ist, ich habe euch verfolgt, ich habe gesehen, dass ihr über eine Sache nur schlecht redet. Ein Moment, das ist dasselbe, wie wenn ich ein Produkt rausbringe und ihr zählt nur die schlechten Sachen hoch. Ist das richtig oder nicht? Ein Moment, Exklusiv, bitte lass mich einmal ausreden. Das wäre dasselbe, wie wenn ich einen Livestream aufmache und über den Christentum nur die negativen Sachen aufzähle. Ja, kannst du doch machen. Aber... ist doch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es doch, in Frieden zu leben. Kein Wir können über alles reden. Mal. Trotzdem friedlich leben miteinander. Genau so sieht es aus. Musti, gibt es im Islam denn negative Sachen? Nee, es gibt weniger negative Taten wie im Christentum, sag ich dir ehrlich. Wie viel Prozent Negativität gibt es im Islam? Das ist wieder liegt im Auge des Betrachters. Man sollte nicht immer das Schlechte rausziehen. Ja, aber wie kannst du wirklich verwirrt. Wirklich, Musti, wie kannst du denn als Musti, warte ganz kurz, wie kannst du als Muslim überhaupt sagen, dass es irgendwas Negatives im Islam gibt? Kein Muslim würde sowas sagen. Bruder, es geht nicht darum. Du sagst doch selber, es ist negativ, ne? Und du hast doch gerade gesagt, es ist eine negative Sache. Du hast mir gestern ein Beispiel gemacht, das war mit der Frau, was du mir erzählt hast, weißt du noch? Mit dem, mein Bruder und ich, wir haben ein erhebliches Problem mit Mohammed als Vorbild und seinem Gott Allah, dass er zum Beispiel seinem Propheten erlaubt, in das Haus eines verheirateten Mannes zu gehen, die Frau mit lüsternem Blick anzugucken und sie ihm auszuspannen. Was hältst du denn davon? Das war ja die Frage. Du hast richtig geantwortet. Warte doch mal, ich bin noch nicht mal fertig. Und du hast richtig geantwortet. Du hast gesagt, sowas würde ich nicht akzeptieren und das ist nicht in Ordnung. Du hast richtig geantwortet.
Bruder, deine Aussage war, ich sollte meinem Propheten nachdienen, nach das tun, was er getan hat. Ich habe gesagt, ich werde alles tun, außer das, was er getan hat mit der Frau. So. Ja, da siehst du, dass du ihm nicht folgen So. kannst. Dann ist das Okay. kein Vorbild, Dann wenn du ist das nicht aber alles meine bei dem Sünde. Vater Ich verfolge, Bruder, ich verfolge alles, außer diese Sache. Habe ich dir abnimmst. gesagt oder nicht? Ist das ein Grund, um aus dem Islam auszusteigen? Glaube ich nicht. Ja, das ist ein Ja, Riesengrund, aus dem Islam weil Allah auszusteigen. sagt, dass ihr Muslime an den Propheten ein super Vorbild habt. Okay, dann habe ich noch eine Frage Das an sagt der euch. Koran. Was schadet euch an einem Muslim? Was ist euer Was? Hauptproblem, wenn einer in seiner Religion an etwas glaubt, was ihr nicht glaubt? Wenn ihr da raus seid, dann seid doch zufrieden, wie ihr lebt, Moschee, aber auch Moschee. unzufrieden. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, der Muslim, der glaubt die ganze Zeit, dass der uns Christen bekämpfen muss und uns von uns Schutzgeld verlangen muss. Aber Meinst du, stell das dir ist mal, dann okay. was Cooles oder Aber was? diese Aussage, was du Darüber sagst, ich sollten wir glaube, nicht mehr reden oder was? aber von 100% Menschheit, glaube ich, 5% denken so, wie du gerade sagst. Ja, bei 1,6 Milliarden Menschheit. Muslime, 5%, Aber weißt du, was das für eine ja, Zahl ist? ich verstehe euch, alles gut, Leute, aber ihr versteht diese Frage von mir nicht. Wieso seid ihr Christen mehr gegen den Islam wie Islam gegen Christen? Das ist die Sache, was ich nicht verstehe. Ihr setzt euch Bitte hier was? hin, nehmt euch die Zeit, über den Islam Schlechtes zu erzählen und die Sachen rauszuziehen, aber wieso passiert Schon das im wieder Islam sagst, nicht gegen Christen? du schlechtes Erzählen. Das heißt, wenn ich etwas aus dem Koran rezitiere, die Gelehrten zitiere, dann ist das etwas Schlechtes, Musti. Also, ein Moment, wenn man es im Internet groß veröffentlicht und darüber lacht, ist es gut. Bruder Reza, stell dir Ja. mal vor, die Muslime zitieren jetzt aus dem Alten Testament und wir sagen, ey, ihr redet das schlecht, ihr nur negativ, ihr verbreitet nur Hetzen, Das wir würde akzeptieren man doch ja nie alles. machen. Wir stehen ja Ja, dazu. genau. Ja, Ja, aber stimmt. diese Frage Leute nicht. haben Es hier, ist ich habe überhaupt das nichts Gefühl, Negatives, wenn man ich habe das Völker, die Gefühl, Kinder geopfert haben, eben pulverisiert. Das ist okay, eine Leute, wunderschöne also Sache. ich bin für euch ein menschlich-moralisch abgesehen, weil ich ein Islamist bin, oder? Ich könnte in der Freizeit kein Wort mit euch Das, du austauschen, bist weil doch ich nicht einen mal anderen ein Glauben Muslim, Musti. Du bist doch nicht mal ein Muslim. Was für Islamist, Mann? habe. Beispiel habe ich dir gesagt, oder? Also, ob Ach, ich ein weißt du Muslim das? bin oder nicht, Bruder, das ist auch im Islam sehr haram, dass du das sagst, dass du eine Verurteilung gegenüber machst, was ich bin, weil du kennst mich nicht und dass du so Ja, redest, Mussi, dass du lebst doch einfach ich dein Leben. Du lebst doch einfach dein Leben so, wie du willst. Das ist doch nicht normal. Ansichtssache, ich halte mich von Sachen Amir, fern. Amir, da bin ich Ja, zur aber Arbeit Bruder. gefahren, ne? Und Bitte was? da waren so Muslime mit so diese Gewänder. Wie heißen diese Gewänder? Wie heißt das nochmal, diese? Kaftan. Und diese Kaftan und Mütze, Jalabia. wie heißt diese Mütze, die sie denn auch tragen? Die, du weißt welche Mütze, ne? Diese Kippa für Kippa, Muslime oder was? ja. Und dann war ich an der Bushaltestelle und dann waren die gerade von Freitagsmoschee und dann sagt der eine so: Alhamdulillah, klär mal zwei Chicas für heute Abend und dann sitzen wir später in der Shisha-Bar. Ich Das dachte sind mir, keine warte Muslime. bitte, Mutti, sei doch mal bitte ruhig. Ich dachte mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist so, tut mir leid, ne? Man muss weinen um diese Menschen. Man muss einfach nur Natürlich. weinen. Das ist Ja, so, stimmt. Amir. Amir, wir gehen in die Gemeinde. Wir gehen in die Gemeinde und dann sage ich, ey, Bruder, lass mal zwei Wodkas holen und dann gehen wir in die Shisha-Bar. Das ist doch krank. Wahnsinn, Wahnsinn. Bruder, Ja. darf ich dazu was sagen? Ich weiß nicht, wie du heißt. Ich bin zum ersten Mal bei dir. Du hast auf dieser Hinsicht auf jeden Fall recht. Ich gebe dir da recht. Kann ich dir nicht abreden. Weil ich sage, wenn man etwas macht, eine Arbeit oder sonst was, muss man zu 100% dahinter sein, oder ist es nicht so? Ja, Ich natürlich. habe gestern auch mit den Ex-Muslim geredet. Ich habe ihn auch gesagt, zum Beispiel, wie ist das möglich, dass in einem ganzen Jahr am Ramadan mehr Moslems gibt es wie sonst? Das sind ein Monat Moslems nämlich. Hast du Ex-Muslim, hast du so gesagt? Habe ich schon Hobby-Muslime. gesagt, ne? Hobby-Muslime, genau, das sind alles Hobby-Muslime. In dem Hinsicht, Bruder, ja. So ist Ja, aber das du auch. bist doch Aber selber auch ein Hobby-Muslim. warum sagst du sowas? Trinke ich Alkohol, nehme ich Substanzen zu Nein, mir? nein, 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 nein. Habe Das reicht alles nicht. Du musst noch Ungläubige bekämpfen. Du musst Bruder, Schutzgeld nehmen. Das musst du noch alles machen, damit warte du mal, Bruder. komplett wirst. Einen Moment, Bruder. Diese Sachen, die du aufziehst, das war früher, Bruder. In diesen Nein. Zeiten, da waren wir noch Schon alle wieder in ein. Mal der wieder fängt er mit früher. Ist doch so, Bruder. Ich Nein. Du musst weiß nicht, kämpfen, wie bis die Religion Allahs überall herrscht. aber Bruder, das heißt für mich, ich sollte jetzt ab jetzt kein Wort mit euch reden und euch hassen, weil du gerade so geredet hast. Ja, wenn du richtig Muslim Aber sein schau willst, mal. dann ja. Aber Bruder, ich bin ein Moslem, aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich will euch Du nur die bist Augen ein öffnen. Hobby-Muslim. Bruder, es ist sehr Ganz einfach. genau. Ich glaube, wir sollten ihm Ja, aber respektvoll Musti, das ist entgegen. die Wahrheit. Das hat ja nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Das ist die Wahrheit. Du hast mit dem Nee. Islam noch nichts zu tun, Mann. Aber Allein schon, warte wie du mal. redest und sowas, das ergibt gar keinen Sinn, dass du dich Muslim nennen darfst.
Okay, also du sagst, du urteilst über mich im Internet gerade, dass ich hier kein Moslem bin, oder? Das sagt dein Allah über dich. Allah urteilt über dich und sagt, du bist kein Moslem. Oder das sind dann vielleicht meine Sünden, aber du darfst niemals deine Sünden von einem Menschen aufdecken. Nein. Natürlich. Du Beweis mir ziehst doch mal, nicht alles aus dem eine Koran. Frage an mich. Beweis mir mal, dass Jesus Gott ist. Jetzt fängt er damit an. Ich Nein. frage dich. Haben wir Wenn das du Thema nicht ausfällst. schon durch, muss ich beim letzten Mal gehabt? Nein, Bruder, diese Frage Ich habe muss es doch dir doch, jemand ich habe es stellen. dir doch erklärt. Ich habe es dir doch erklärt. Der Herr Jesus Christus kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde. Und das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Ganze lesen wir auch in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Denn da sagt der Apostel. Das Moment, steht in Leute, der wenn die Bibel ganze geschrieben. Zeit Das steht in der ein Bibel, oder? komischer Mensch, der mit einem Pferd in den Himmel gehüpft, in den Himmel gehüpft ist, bitte. Ja, Bruder, jetzt ein bisschen respektvoll bleiben, weil in der Bibel steht sowas. Ich bin Musti. respektvoll. Musti. Okay, Nein, nein, Seid mal kurz ruhig. Hast du gehört, was ich dir gerade zitiert habe? Die natürlich, ich höre jedem Menschen zu. Bitte? Ich habe zu dir gesagt, ich höre jedem Menschen zu. Das solltest du mittlerweile Ja, aber wissen. hast du mir gerade zugehört, als ich das erklärt habe, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, wie der Aber Apostel Bruder, Paulus uns das beigebracht hat? oh ja, habe ich zugehört, aber darf ich dazu was sagen? Das steht in der Bibel Du und hast im also Koran steht wieder nichts was anderes. verstanden. Du hast Hast du also mich nichts verstanden, ne? Bruder, das steht in der Bibel. Verstehst du das, was ich dir sagen will? Das ist ein Buch, mit dem ich nichts zu tun habe. Du hast doch Was, gerade ey? gefragt, wo Wolltest du steht in ganz der kurz Bibel, schon dass mal Jesus deine Gott Frage ist? Und einfach Ami erklärt dir das, Hey, guck mal, beweist dir der das und dann Wahnsinn. sagst du, das Leute, steht in der einen Bibel. Moment, Was habe ich ich damit bin zu das tun? nicht. Ich Ich brauche einen merkst du nicht, dass Therapeuten, du mir wird verwirrt bist bis Therapeuten. hierhin, Musti? Ich Ich bin gar brauche nicht einen verwirrt. Therapeuten. Das Du hast doch geht gerade nicht. gefragt in Amir, wo steht in Ich der Bibel, dass kann Jesus Gott nicht. ist? So, dann hat er Amir mir zeigt erklärt. es dir und du sagst, Ich das ist aber euer kann Bibel, damit will ich nichts zu tun nicht. haben. Also, Aber hast du Bruder, getrunken? Musti, hast du einen Moment. getrunken? Nein, nein, ich trinke nicht, Bruder, auf keinen Fall. Aber ich Wenn du muss jetzt sagst, sagen, zeig mir was aus der in Bibel was, und dann zeigt man dir das, und dann sagst du, ja, meinem ich will mit Bibel nichts zu tun haben. Ja, So, warum warum? fragst du dann, dass er dir aus der Bibel was zeigen soll, wenn du sagst, ich will damit nichts zu tun haben? Weil es eine Aussage Ey, ist, ich muss Bruder, mal was ganz im kurz Gegenteil eine ist. Zwischenfrage Im stellen, Koran, okay? Bruder, steht auch was anderes. Meine Warum sagst du das nicht? Musti, bist du hier oben, um einfach nur mit uns zu reden und nicht zu begreifen, Bruder, Musti? ich sag dir ganz ehrlich, ich bin hier raufgekommen, um eine Sache klarzustellen, dass ich das langsam Nein, mittlerweile ein bisschen du respektlos finde, was ihr macht. bist so mit uns zu reden. Wir Nein, sind nein, nicht ich Christen. muss Hast du dich christliche fragen, dass Freunde? jeder, der hier unten ist, ne, ich kenne Ich gehe auch freiwillig wieder raus. Es liegt wegen dir, Ex-Muslim Bruder. kenne ich, Reza kenne ich, den anderen kenne ich Jetzt kommt nicht, wieder diese Johann kenne ich Nervensäge. nicht, Dini kenne ich, Danny kenne ich schon ein bisschen länger. Die haben alle Respekt, okay? Aber ich habe mal eine ganz kurze Frage. Und zwar, es ist schon des Öfteren, dass ich hier irgendwie auf TikTok live war und oder irgendwie andere live waren und dann habe ich dieses, ich als jemand, der konfessionslos ist, ne? Ich frage mich immer, wieso Wo ist denn jetzt erzählen der so viele Daniel? Muslime zum Beispiel, lass ich mal ausreden, so viele Muslime, dass irgendwie in der im Koran, der Jesus auch vorkommt, dass Jesus ein Moslem ist. Das verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erläutern? Das verstehen die Muslime selber nicht. Wie sollen die dir das denn Erzähl erklären? mal, ihr kennt euch doch so gut aus Der mit ihm, Jude was Jesus wird plötzlich Muslim im Koran. Wie kann man das denn verstehen? Bruder, wenn in der Bibel A steht und in Koran B steht, du glaubst A, ich glaube B, verstehst du? Das sind Denkweisen. Man muss nicht diese Leute probieren, nach A zu denken. Es gibt 50-50 Menschen. Der eine denkt so, der eine so, man muss das akzeptieren. Aber dann zu den Leuten sagen, denkt nicht so. Es ist nicht so. Euer Gott gibt's nicht. Es ist nicht so. Das sind Beweise, guckt mal so und so. Das ist sehr, sehr, sehr respektlos gegenüber dem Glauben jemand anderen. Aber ihr seid Menschen, Aber die nach dem Glauben handeln. wie kannst du sagen, dass es deren Gott nicht gibt, aber deinen Gott gibt es? Das ist doch Quatsch. Habe ich das gerade gesagt? Habe ich so verstanden? Habe ich das? Nee, nee, nee. Jetzt habe ich dich ein bisschen an Ding gerne. Ich habe das nicht erwähnt. Ich habe gesagt, wie könnt ihr das sagen? Es gibt so und es gibt nicht unseren Gott. Das ist respektlos gegenüber dem Musti, Glauben. der Ja, Pharao ist bitte. Freimaurer. Wie So. bitte? Der ist Freimaurer.
Was ist das? Der ist Maurer und Lackierer, der Pharao. Alles, ja, ich habe mit Arbeit nichts zu tun. Der macht gerade Ausbildung als Maurer. Nein, Pharao, ich zeig mal deine drei Maurereien. Pharao! Pharao, kannst du mal bitte die Leute mal hier raustun? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Was ist das bitte? Pharao ist ein Freimaurer. Einer schlimmer wie der andere. Auf dem Weg zur Erkenntnis und er will sein Leben lang lernen und dann auch in den Tod gehen und dann immer noch nichts gelernt haben. Guck mal, das Ding ist, nein, das ist aber nicht korrekt. Aber es zählt ja auf dem Weg der Erkenntnis zu sein, das ist wichtig. Nie die Wahrheit herausfinden im Leben, aber immer auf dem Weg der Erkenntnis, das ist das Ziel von den Freimaurern. Nie die Wahrheit herausfinden. Das Ding ist aber, dass ich jeden, der hier seine Religion vertritt, auch Respekt entgegenbringe, okay? Ich persönlich, für mich, habe meine eigene Meinung über Religion, über Glauben. Aber jeder, der anders glaubt, ist für mich okay. Das ist der Unterschied zwischen mir und vielen. Ganz viele Moslems sagen, ihr seid ja alle Schmutz, keine Ahnung was. Ganz viele Christen sagen, ihr habt auch dies. Ich finde das alles falsch, weil jeder, der einen Glauben hat, sollte respektiert werden, egal welcher Glaube das ist. Ja. Nein, ich respektiere nicht einen Glauben, wenn sie dem Teufel Kinderopfer darbringen. Ich respektiere so einen Schrott nicht. Ich respektiere keinen Glauben, der erlaubt, dass man mit Kleinkindern schlafen darf. Das ist von mir absolut nicht respektabel. Also wird von mir nicht respektiert. Ja, also da haben wir ein gemeinsames Problem gegen den Islam und gegen den Koran. Also, siehst du? Aber das war die schlimmste Entscheidung, die du je getroffen hast. Aber Pharao ist zwar auf dem Weg der Erkenntnis, aber der hat null Erkenntnis, was hier so die Welt betrifft. Das ist das Allerbeste. Wer ist das denn überhaupt? Wer ist das? Pharao ist ein Freimaurer, Amir, der voll Freimaurer ist und null Peilung hat von der Welt. Ach so, ja, da habe ich ja so flüchtig was mitbekommen. Du hast mit dem diskutiert. Zeig mal deinen Ring, Pharao. Das ist voll cool, in der Freimaurerei zu sein und du hättest keine Ahnung, wie die Freimaurerei ist. Amir, siehst du den Ring da, den er da hat? Nee, der Bildschirm ist schwarz bei mir. Der Bildschirm ist komplett schwarz bei mir. Da, siehst du den Ring jetzt? Da, sein Ring. Der hat sich so vom Kaugummi-Automaten für 1 Euro so einen Ring runtergeladen und dann ist er jetzt so der heftigste Checker, aber der checkt nichts von der Welt. Der weiß nichts, rafft gar nichts. Oh Mann, ey. Pharao, erzähl uns mal wenigstens einmal ein Euro-Erkenntnis. Was bedeutet das, dieses V in deinem Profilnamen? Guck mal. Pharao, er hat dich was gefragt. Ehrlich, hör auf zu diskutieren. Ja, wir wollen jetzt die volle Erkenntnis haben. Hör auf, Pharao, sonst schmeiß ich dich wieder raus. Das ist doch hier. Man hält mir nicht die Banane. Hör auf damit. Guck mal, das ist doch hier eine Runde, in der man einfach korrekt diskutiert und respektvoll diskutiert, oder? Ja. Vertue ich mich da jetzt? Ja, kommt drauf an, wenn du ein Freimaurer jetzt bist, der komische Rituale machst mit Kindern und so weiter, dann respektiere ich das nicht. Aber wer redet hier über Kinder? Ja, wir wissen, was die Freimaurer machen im Hintergrund. Dann könnte ich genauso gut sagen, die Christen tun das auch. Natürlich machen das die Katholiken. Amir, siehst du ihn jetzt? Jetzt sehe ich ihn, ja. Machen wir nochmal dieses Bild, bitte. Ja, zeig mal nochmal bitte den Ring. Der will das nochmal, zeig das doch nochmal, den Ring. Bruder, ey, das ist der Ring aus dem Kaugummi-Automaten hier. Voll aus dem Kaugummi. Hab ich mir den jetzt bei Reinkürmes hier in Düsseldorf. Zeig mal dein umgedrehtes Kreuz. Nee, das zeige ich nicht, weil dann werde ich gesperrt. Das ist unter zeig das umgedrehte Kreuz und die Pyramide, Pimmel, die du Pimmel hast. Das ist über meinem Pimmel, Digga, das kann ich hier nicht zeigen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, da kannst du mal vorstellen, wie weit er gekommen ist mit der Erkenntnis. Ja, und wie bist du denn jetzt zur Freimaurerei gekommen? Was haben die denn von dir? Was machst du denn so? Bist du irgendein Artist? Bist du irgendein Schauspieler? Was machst du denn? Haben die denn von dir? Ich bin Musiker, aber das tut nichts zur Sache. Ja, was machst du denn für Musik? Bist du bekannt? Bist du berühmt? Was machst du denn? Meine Zeit kommt noch. Guck mal, das Ding ist... Ja, du hast recht. Deine Zeit kommt eventuell noch. Wenn er richtig verkaufte Seele und ein paar Rituale vernünftig macht, dann wird er auf jeden Fall aufsteigen. Deswegen bist du also diesen Weg gegangen, ne? Und dann sehen wir auf einmal, dann sehen wir auf einmal, dass Erfolg kein Zufall ist, ne? Weil Pharao durch die Initiation gegangen ist, richtig? Ja.
Guck mal, wie der lacht. Ja, der weiß ganz Guck genau, mal. dass da irgendwas dran ist. Warte mal, Gül schreibt hier was. Gül war gestern hier drin. Ich mag die, die hat was, die, mit der kommt man Der gut da. reden. Der da. Denn wir müssen davon ausgehen, dass eventuell dann die Leute den Power geben und den pushen hier in Deutschland, weißt du? Dazu haben wir ja die Macht und dann, ja, dann wissen wir, Aber aha. darf ich euch mal was fragen? Jetzt mal Ja, wirklich ganz sicher. ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Warum, ne? Es kann sein, dass es in der Freimaurerei, das will ich gar nicht abweisen, genauso wie im Christentum und auch in der, wo auch immer, in jeder Religion und jeder Glaubensgemeinschaft, was auch immer, gibt es irgendwelche Leute, die ne, hier oben nicht ganz dicht sind. Gar keine Nein, Frage. diese Leute können ja nicht, so wie du sagst, nicht dicht in der Birne sein, weil das sind Leute, die unsere Welt leiten. Also müssen sie ganz, ganz dicht sein in der Birne. Okay. Da gibt es Freimaurer, die tun das wahrscheinlich, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, im Vatikan ganz oben, da sitzen Leute, hier, ne? Die hier oben. Und da. Ja, was glaubst du, wer diese Leute sind da oben im Vatikan? Was glaubst du, was das für Leute sind? Guck Deine mal, ich habe mit Leuten Glaubensbrüder. gesprochen, die sind schon seit Jahren im 33. Grad und die sagen, der Papst und keine Ahnung, was hat nichts damit zu tun. Es ist doch in den 80er Jahren ein Riesenskandal ans Tageslicht gekommen. Und zwar hat man herausgefunden, dass der Vatikan im tiefen Sumpf mit einer bestimmten mächtigen Freimaurerloge in Italien, nämlich mit der Propaganda Due, mit der P2 eben agiert hat. Ah, schon längst unterwandert von Freimaurern, nein. Schaut mal, ich sag euch mal meine Meinung von dem Ganzen, ne? Egal ob das muslimisch, buddhistisch, christlich, freimaurerisch, ist ja eigentlich keine Religion, aber beziehen wir das jetzt einfach mal ein. Meine Meinung ist, jede Religion oder jede spirituelle Linie, die man so fahren kann, ne, ist eine Lebensweise, die ein Mensch für sich wählen kann, ja, und wonach man leben kann, wodurch man ein besserer Mensch werden kann. Das ist auch scheißegal, ob das jetzt, ich beziehe das gar nicht auf die Freimaurerei. Für mich ist das die Freimaurerei. Für die Christen hier ist das Christentum. Für die Moslems, die hier in dem Chat sind, ist das die muslimische, islamische Glaubensrichtung. Aber für mich ist das nicht so. Gerade, ich habe gestern zum Danny gesagt, gerade die Moslems, auch wenn das eine sehr, sehr schöne Religion ist, so vom Grundprinzip her. Heutzutage, ich sehe viele, viele Freunde von mir, die gehen freitags abends in die oder freitags mittags in die Kirche oder Quatsch, in die Moschee rein und beten dann da und wollen, dass die Sünden verziehen werden. Und 2 Stunden, 3 Stunden später sitzen sie am Whisky und sind in der Stadt am Saufen. Ja, das ist doch nicht das ist doch nicht das, was eigentlich so, warum man einer Religion angehört. Ich wollte damals selber Christ werden und habe dann gesagt, das, was da alles gefordert wird, das kann ich nicht erfüllen. Das ist nicht. Ich wäre jemand, der diese Religion beschmutzen würde. Genauso wie ich jemand wäre, der wahrscheinlich den Islam beschmutzen würde, weil ich diese Regeln einfach nicht befolgen könnte. Okay? Ich bin dazu zu sündhaft für. Okay? Meinst du wie nicht, oder was? Keine Ahnung, ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht, wie ihr lebt, Sonst aber wären wir guck ja mal, allein Gott, wenn wir nicht sündigen würden. guck mal hier, ich trinke mehr Alkohol. Oh, ist das Ja gesund? und? Ist das. Ja und? Ist doch kein Problem, wir sind alle Sünder. Es kommt drauf Die an. Wahrheit, was du hier schreibst, die Wahrheit, halt die Fresse einfach. Okay? Leute, die hier gegen mich sind, interessieren mich nicht. Wenn ihr meine Meinung nicht hören wollt, dann kickt mich raus, ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Aber ich bin hier drin, weil ich einfach eine konfessionslose Meinung Du kundtun sagst, du möchte. wolltest Christ werden. Was heißt denn Christ? Wolltest du Zeugen Jehova, Katholik, Freikirchler werden? Was wolltest du denn werden für eine Label? Ich war bei der Fides in Köln, falls euch das was sagt. Kennt ihr das? Fides? Ja, aber was wolltest du denn für eine Sorte Christ werden? Was hast du dir denn rausgefischt? Habe ich auch gerade gesagt. Ich war in Ein einer katholischen Fides-Christ Glaubens. werden. Fides ist eine katholische Glaubensgemeinschaft in Köln.
Also wolltest du Katholik werden? Genau, die Erwachsene taufen. Ja, wer hat dir denn gesagt, dass der Katholizismus das wahre Christentum ist? Guck mal, ich kannte mich damit nicht so gut aus, habe dann einfach so ein bisschen gesucht, was für mich so, ich meine, du gehst ins Internet heute und dann guckst du einfach, was ist was und ne, schreibst dann einfach da so deine Gedanken rein und irgendwie findest du dann Sachen. Ich habe dann die Fides in Köln gefunden. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die Erwachsene in das Christentum hineinleitet und dann halt die ganze Taufe begleitet und so. Ne? Ich Ja, kann dir jetzt und auch, muss ich ehrlich dazu sagen, es ist schon ein bisschen länger her, ich kann dir jetzt auch nicht genauso sagen, was da alles abgelaufen ist, weil es halt einfach schon so lange her ist und ich manche Sachen vergessen habe. Auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr viele Gespräche mit dem Pater gehabt und da war auch wie heißt dieser Typ, nenne ich es jetzt mal freundlich gesagt, Wölki, ja, Wölki kennt ihr bestimmt alle. Ach, mit dem Wölki, ja, der ist natürlich ein richtiger guter Christ, der ist der beste Christ, der Wölki. Der Bei dem warst du richtig, bei dem warst du richtig gut aufgehoben. Wer ist denn Wölki, der da? Das ist doch hier der von Erzbischof, dieser ganz, ganz schlimme Typ, der Erzbischof von Köln. Er hat seine Hand so auf den Kopf von meinem Sohn. Wir waren bei einer Messe, ja, oder wie man das nennt. Du weißt, diese Und ganz, ganz da war er großen auch. Tiere da in der Katholizismus, die involviert sind. Diese Er ganz, hat ganz seine hohen Hand Leute. auf den Kopf von meinem Sohn drauf gemacht, ja. Und ich Ja. heute noch, wenn ich dieses Bild sehe, kriege ich das blanke Kotzen. Ich. Warum? Warum? Und ich. Ja, ich einfach nicht wusste, was das für ein Typ ist. Meine Oma, ich Ja. habe dann dieses Foto habe ich meiner, guck mal hier, schön und keine Ahnung was. Meine Oma hat mir gesagt, weißt du eigentlich, was das für ein Typ ist? Sag ich, nee, das ist von wie die mir gesagt haben, so ein ganz hoher Christtyp. So, nein, das ist Wölki, sagt die mir. Das ist, guck mal, google mal seinen Namen. Und dann habe ich gesehen, dann habe ich alles weitere gesehen. Und dann habe ich gesagt, da will ich nichts mit zu tun haben. Irgendwann bin ich dann Ja. zur Freimaurerei gekommen und das ist halt das, was aber auch so einen Typen gemacht hat. Ich werde niemals zu so einem Typen. Man fragt ja den Herrn Jesus, wie man zu ihm kommen kann, und nicht ein reiner Wölki. Das habe ich Wo kann damals man auch denn den Herrn gesagt. Jesus fragen? Nämlich in seinem Wort, in der Bibel. Wo Und da ich liest sag man in dir. Johannes 3, Vers 3, da sagt der Herr Jesus, ihm muss von neuem geboren werden. Der Herr Jesus sagt Das nicht, ist du immer musst zum eure reiner Aussage. Wölki Das gehen ist und immer Katholik eure werden. Aussage. Ihr müsst vom Neuen Geboren. Das höre ich Ja. am laufenden Bande von jedem von Damit es euch. sitzt, ich Aber ich wiederhole sage. das 100 Mal, damit es irgendwo mal in dein Gehirn sitzt. Aber das sitzt immer noch nicht, verstehe ich nicht. Okay, pass auf. Ich erkläre dir Folgendes. Ich saß Ja. da und wir hatten dann so einen Gruppenchat und keine Ahnung was. Und dann haben viele gesagt, wir wollen das nicht. Also das war so ein Glaubensgemeinschaftschat mit Videotalk damals zur Corona-Zeit. Und da haben viele gesagt, wir wollen das doch nicht, weil die katholische Kirche aktuell so in diesem ganzen Scheiß da ist. Ne, wisst ihr alle, Ja. Missbrauchsfälle und so weiter. Und ich hab dann gesagt, aber ganz ehrlich, was stellt sich denn nur, weil manche in dieser Dingens, gib einem Menschen Macht und du siehst sein wahres Gesicht. Jetzt sind vielleicht in der katholischen Kirche viele, die Macht haben und einfach ein falsches Gesicht haben, aber leider Gottes diese Macht haben. Also was soll mir ein Wölki sagen, so, ja okay, da ist jetzt ein Wölki da oben, aber der steht vielleicht zwischen mir und Gott, aber wieso sollte das meinen Glauben beeinflussen? So habe ich argumentiert. Ja, Das das ist hast aber du richtig falsch. gesagt. Da sollte ja kein Mensch zwischen dir und dem Herrn Jesus sein. Dann saß ich aber in der Kirche, okay, hab dann wirklich ich saß mehrmals da und hab gesagt, bitte gib mir irgendein Zeichen. Ich habe ins Feuer geguckt, ich hab auf den Altar geguckt, ich habe gewartet, es ist nichts passiert. Warum? Weil Ich bin der wirklich von Herr, Herzen wenn du ihn ein guter Mensch. fragst, gib mir ein Zeichen, der Herr wird dir, wenn es soweit ist, dir ein Zeichen geben. Nicht, wenn du sagst, du kannst nicht den allmächtigen Gott sagen, ja, jetzt gib mir mal ein Zeichen, meine Unterhose soll jetzt aus meiner Hose rausfliegen an die Decke.
Wenn du das nicht machst, dann glaube ich nicht an dich. Und der Herr wird es nicht machen. Es gibt der Herr nicht. Wird dir ein Zeichen geben, nicht du als kleiner Wicht, dass du dem Allmächtigen so frech kommst, so dreist. Es gibt ich kannte den Typen, der hat gesagt, ja, jetzt nächste Woche Montag um 14 Uhr will ich, dass du vor mir erscheinst. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, und dann habe ich um 14 Uhr da gestanden und er kam nicht, Jesus Christus. Deswegen glaube ich nicht. Ich war geduldig, als mein Onkel gestorben ist. Ich war geduldig, als mein quasi Opa gestorben ist. Ich war hier schreibt einer, ich war geduldig lange genug. Es ja, du siehst doch, dass der Herr jetzt dir ein Zeichen gegeben hat, indem er dich zu mir oder zu uns gebracht hat. Nein. Ein gut Ding will. Geistig. Was ist das denn? Was ist das für ein süßes Ding? Also. Ne, gut Ding will Weile haben und Gott hat Zeit und Gott will dir zur rechten Zeit das Zeichen geben und nun bist du hier. Aber jetzt einfach mal eine nicht rhetorisch, guck mal, eine Frage, die ich euch alle stelle, ne? Ja. Würdet ihr ich beispielsweise, ich habe 3 Kinder, ja. Im Alter von 6, 10 und fast 13. Okay. Lieber, nur als Beispiel, ist jetzt nicht ernst gemeint, aber lieber brenne ich für die Ewigkeit im Höllenfeuer. Diese Kinder werden ewig Kinder des Lichts sein, weil ich ihnen das Richtige vorlebe. Nein, schon falsch. Deine Kinder sind genauso in Sünde geboren wie du und wie ich, wie meine Kinder und wie alle Kinder auf dieser Erde. Sie werden anfangen zu sündigen. Das ist jetzt einfach nur rein ein Quatschdenken, okay? Aber lieber würde ich doch in Sünde leben, in Sünde Erfolg haben, in Sünde groß werden, sodass ich denen Kinder des Lichts und Kinder sagen wir einfach Jesus, ist egal, aber Kinder des was auch immer, etwas, eine Welt zu Füßen lege, die zu denen passt. Okay, darf wie willst ich was du denn als Sünder, wie willst du denn als Sünder eine Welt hinterlassen für deine Kinder, die vollkommen ist, wenn du doch selber sagst, du bist ein Sünder? Ich bin ein Sünder und ich bin auch gerne ein Und wenn Sünder. 8 ich Milliarden Menschen sündigen, was glaubst du, was das für eine Welt ist? Und? Ich freue mich auf die neue Weltordnung. Wer hat das gesagt? Du hättest das wohl gesagt in deinem Stream, dass du dich schon freust auf die neue Weltordnung. Ja. Stimmt das? Reza, der weiß Bescheid. Der weiß, was auf die Menschen zukommt. Er weiß auch Bescheid. Und da freust du dich darauf, dass die Menschheit versklavt wird. Guck mal, Kapitalismus. Papa, antworte doch immer drauf. Ja, ich will auch antworten, aber man kann nicht einfach sagen ja, weil wenn ich ja sagen würde, dann wäre das so ein bisschen dämlich. Wenn ich sage euch so, Kapitalismus ist eine Schere. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Elon Musk, ja, teilt sein Vermögen auf die ganze Menschheit auf, was meinst du, wie schnell dieses Vermögen wieder bei den Reichen ist? Warum? Weil die Reichen wissen, wie es funktioniert. Weil die Leute, die dieses Mindset nicht haben, dämlich sind. Die geben ihr Geld für Konsum aus, ja, die kaufen alles Mögliche. Dann machen doch die Reichen auch. Nein, die Reichen investieren in ja, aber weil sie die Macht bekommen haben, weil sie den Reichtum von Satan bekommen haben. So ganz einfach. Und die konsumieren auch, die kaufen sich Villas, Ferraris. So ganz einfach. Die konsumieren noch mehr als ein Normaler. Allein wie viel Partys die machen, allein wie viel, was für Partys die machen, allein was die schon kosten. Und am nächsten Tag sind die mit Kopfschmerzen, sind völlig am Ende, müssen eine Woche erstmal sich erholen, körperlich. Wir wissen doch alle nicht, was nach dem Tod passiert.
Natürlich. Doch, ich habe ein Chip im Gehirn und ich weiß nicht, worauf es ankommt, schreibt jemand. Doch, wir wissen mal, es 100%, was nach dem Tod auf dich zukommen wird. Und auf uns. Da wirst du Rechenschaft ablegen für alles, was du hier auf der Erde getan hast und gedacht hast. Ja. Das mache ich gerne. Ja, und dann will ich mal sehen, wie du dann, wenn der Herr dich befragt, warum du dies und jenes getan hast, was du da antworten möchtest. Ja, dann stelle ich mich gerade mit erhobenem Haupt dahin und sag, ich würde dann sagen, mit erhobenem Haupt würde ich sagen, weil du mir anscheinend 3 Kinder geschenkt hast, 3 Kinder, für die ich leider Gottes in den falschen Verhältnissen groß geworden bin, für die ich nicht die Möglichkeit hatte, durch mein Leben gerade zu stehen, für die ich dann leider meine Seele verkaufen musste, was ich liebend gerne gemacht habe. Tschüss. Hast du das gehört, Reza? Ja. Ja. Hast du gehört, Amir, ne? Ja, ja. Da sagt er wirklich selber, dass er seine Seele verkauft hat. Das gibt's doch nicht, sowas. Ja, siehst du? Nur als Beispiel. Ja, ja, als Beispiel. Du hast doch, ey, hast du nicht letztens sogar selber gesagt, einfach mal so, ich habe Blut getrunken und jetzt, ne? Guck mal, das sind doch Kinder angefasst, ne? Du willst doch Pharao, du hast Kinder angefasst, ne? Du hast Kinder angefasst, ne? Du hast Kinder angefasst, ne, Pharao? Niemals. Niemals. Du lügst. Niemals. Niemals. Du hast unschuldige ey, Kinder angefasst. Was? Ex-Muslim, ich sag dir ganz ehrlich, pass auf, was du sagst. Das ist kein Scherz, sowas, ne? Ich habe 3 Kinder. Hast du das gemacht, ja oder nein? Ja und? Ich habe 3 Kinder und ich würde niemals ein Kind anfassen. Was meinst du, wie viele Familienväter Kinder anfassen? Was meinst du, wie viele Familienväter Kinder anfassen? Zu Hause spielen die den ganz normalen Familienvater und Bürger und auf einmal, wenn es dann sozusagen in einer anderen Gegend dann ist, dann wird etwas gemacht, was ultra böse ist. Das kannst du anderen unterstellen. Ich sag dir, unterstell mir sowas nie wieder. Punkt. Ich bin dreifacher Vater und ich sag dir ganz klar, und? Wenn ich sowas... Das hat nichts zur Sache. Doch. Nein. Das ist kein Grund, ein Kind nicht anzufassen, ne, für jemanden, der auf einmal pädophile Neigung hat. Warum? Seine Kinder fasst er nicht an, aber die Kinder von anderen fasst er schon an. Jeder Mensch, der hier ein Kind hat, weiß, dass sowas, wenn du selber mal dein kleines Baby auf dem Arm hattest, ne, würdest du niemals so etwas tun. Ja, sein Baby, aber das Baby von anderen zerpflückt er und macht alles mit denen. Nein, das, weil du weißt, dass dieses Kind auch Eltern hat, weil du weißt, was für einen Schmerz diese Eltern fühlen würden, weil du weißt, was für Schmerzen dieses Kind fühlen würde, wenn es seine Eltern nicht mehr hat. Das ist den Leuten egal. Wenn es in einer solchen Notsituation ist, das ist den Leuten egal. Das ist den Leuten egal. Das ist den Leuten egal. Nein, das ist den Leuten egal. Ihre Familie beschützen sie wie ein Löwe, aber dann gehen die auf die Kinder von anderen. So ist das. Okay. Das ist deine Meinung. Inzest in der Familie kommt sehr oft vor bei diesen Pädophilen, dass sie auch ihre eigenen Kinder missbrauchen. Das kann sein. Ich bin auch zu allem fähig. Okay? Ich bin auch zu allem fähig, wenn es um das Überleben von meiner Familie geht. Aber ich gehe nicht über Kinderleichen für meine Familie. Aber über normale Menschen gehst du dann, ne? Über normale Menschenleichen, ne? Das ist was anderes. Das würde, glaube ich, jeder so machen, oder? Also wenn jetzt beispielsweise dieser Clown, ich keine Ahnung, wer das hier ist, aber wenn jetzt beispielsweise dieser Clown... Was würdest du für Ruhm und Reichtum machen? Alles. Wenn jetzt beispielsweise dieser... Du hast gerade geantwortet, du würdest auch ein Kind anfassen. Fertig, aus. Alles hast du gesagt. Du hast dich gerade selbst ruiniert. Schau mal. Du hast es getan. Du hast es getan. Nein, Armin, das war gerade so ein Knockout. Du hast dich gerade zerbombt. Dieser Tanz ist noch nicht zu Ende getanzt, mein Freund. Du hast dich gerade komplett zerstört. Okay. Hast du gesehen, wie ich dich ganz schnell entlarve? Innerhalb von 2-3 Minuten, das war's. Mehr brauchen wir über das Thema auch nicht mehr zu reden. So ist das. Ja. Brauchen wir nicht.
Erzähl doch mal was über die neue Weltordnung. Du weißt doch so viel. Erzähl doch mal, was auf die Menschen zukommt demnächst. Was sagst du? Wer hat da gerade einen Screenshot gemacht? Keiner, keine Ahnung, ich nicht. Ich auch nicht. Doch, ich glaube, das war der Pharao. Das war Pharao. Schau mal. Pharao, ich habe eine Frage. Du hast doch mal erzählt, dass du mit... Pharao, du hast doch mal mit deinem Spiegelbild gesprochen, das du erzählt das letzte Mal, ne? Ich kann euch das nur empfehlen. Die Augen sind der Spiegel deiner Seele. Und wenn du dich circa 1 Meter, 1,5 Meter vor den Spiegel stellst und dir einfach mal sehr tief in die Augen siehst, um eine gewisse Uhrzeit, wirst du vielleicht eine Erkenntnis erlangen, die dein Leben verändert wird. Das ist pure Okkultismus. Weil wir wissen, dass gerade schwarze Magie und Spiegel und Dämonen und so weiter da evoziert werden. Also das darf man auf gar keinen Fall machen, sowas. Aber du siehst doch einfach nur dein eigenes Ich. Nein, du siehst nicht dein eigenes selber. Ich, sondern den Dämon. Das ist ein Dämon, der sich deinem Spiegel manifestiert. Siehst du was anderes im Spiegel als dich selbst? Das wäre komisch. Also ihr Lieben im Chat, ihr dürft sowas auf gar keinen Fall machen. Was er jetzt gerade da gesagt hat. Müsst ihr euch in Acht nehmen. Wie er das V macht, ne, über dem Auge. Oh mein Gott. Schau. Warte mal, ich muss mal lesen hier. Jesus liebt dich, kehr rum. Ja. Satanist. Aber was heißt denn Satanist? Viele, viele, die hier drin sind, ne, haben sehr, sehr wenig Peil von dem, was sie sagen. Ist einfach so. Viele wissen nicht, was. Viele wissen auch nicht, dass das zu einem. Dass das Leben eine Waage braucht, okay? Du kannst auf der einen Seite Gott haben, du kannst auf der anderen Seite den Teufel haben, aber wenn du sagst, es gibt Gott, dann gibt es auch den Teufel. Manchmal muss man sich zwischen beiden hin und her bewegen. Manchmal muss man das Spiel zwischen Gut und Böse wagen, damit man die Mitte erreicht. Genau, also Halbkacker. Also Halbkacker. Wenn du duschen gehst, dann nicht ganz abwaschen, sondern Halbkacker an deinen Hintern lassen. Immer Halbkacker machen, bitte. In der Mitte stehen bleiben. Du bist, ich sage ja, jede Aussage von dir ist sehr weit in der Erkenntnis. Was ist denn mit dir los, Pharao? Hast du dir einen geballert, ne? Trinkst du gerade? Wer sagt denn? Trinkst du? Nein, Amir, der ist nüchtern, nur der ist halt von, du siehst ja, wenn er mit jemandem redet, der den Heiligen Geist hat, das kommt so einem vor wie so ein Erstklässler. Der trinkt, Mann, siehst du das nicht? Der ist gerade am Lallen, deswegen, ich merke das schon, der ist voll am Saufen. Das ist das Blut Jesu. Das Blut Jesu Christi. Das sagt ihr doch selbst. Du bist doch so. Du sollst nicht so lästern, sonst fliegst du raus, du sollst dich benehmen. Ich kann auch hier rausfliegen, ist mir egal, aber das sagt ihr doch ja, selbst. Aber, das Wein, das aber dann benimm dich, sonst kommst du auch nie wieder hier rein. Ist das falsch? Ist das falsch? Du sollst nicht lästern. Das Blut des Herrn Jesus Christus ist für uns heilig, das wurde vergossen, damit wir Erlösung haben in der Ewigkeit. Ihr trinkt das selber, oder? Ja, aber nicht du. Du hast damit nichts zu tun. Du ziehst das nur ins Lächerliche jetzt. Ich kann auch in eine Kirche reingehen, da fragt mich keiner, ob ich die heilige Kommunion erhalten habe. Geh doch mal in eine Moschee und red mal so über die islamischen Heiligtümer. Das machst du nicht, weil du weißt, was mit dir passieren könnte. Ich würde da niemals reingehen, weil da für mich nur Scheinheilige sind. Das ist alles auch meine Meinung. Ja, nicht nur das, nicht nur das, sondern du würdest wissen, was mit dir passieren würde. Deswegen machst du machst das nur mit den friedlichen Christen, weil du weißt, dass die Christen eben nach dem Ebenbild ihres Vorbildes, nach dem Vorbild von Jesus Christus friedlich sind. Deswegen traust du dich das. Mit mir passiert nichts. Ich könnte mich da hinstellen, und sagen, ihr seid für mich alles, was weiß ich was für ein Schimpfwort. Ja, ne? Aber machst du ja nicht. Könnte ich aber, weil mir niemals was passieren könnten würde. Könnten alle. Deswegen hast du ja gesehen, was die mit Dings gemacht haben, mit dem den Karikaturisten da in... Wie hieß der Laden nochmal? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, genau.
Hast du gesehen, oder? Das ist aber schon Jahre her. Ja, aber ist egal. Ein bisschen Kalaschnikow ab und zu, ne? Für Großmäuler, die den Islam beleidigen. Ich beleidige nicht den Islam. Ja, ich sage ja, du beleidigst immer den Herrn, weil du weißt, dass wir sowas nicht machen würden, weil wir friedlich sind, wie Christen. Aber das würdest du nicht mit den Muslimen machen. Ich muss mein Handy einstecken. Gerade noch rechtzeitig. Guck mal, ich sag euch so, ne? Ich habe das letzte schon gesagt. Für mich gibt es jede Art von Glaubensrichtung. Das gibt es alles. Aber es ist und bleibt ein Glaube. Es ist eine Fiktion. Es ist keine echte Sache. Das ist etwas, um den Menschen den Tod zu erleichtern. Um das Klarkommen mit dem Tod zu erleichtern. Lass mich bitte ausreden, das ist ja nur meine Meinung. Das muss nicht deine Meinung sein. Ist auch vollkommen in Ordnung. Das hat nur mit Meinung nichts zu tun. Das ist eine falsche Aussage. Das hat mit Meinung nichts zu tun. Das ist eine Meinung, die ich jetzt dir sage und das kannst du annehmen oder nicht. Das ist ja deine Sache. Aber ich nehme auch deine an. Ist doch okay. Aber im Endeffekt ist ein Glaube nichts anderes als etwas zu glauben. Daher kommt es ja auch. Wir glauben daran oder die glauben daran in der Hoffnung, dass das glaubst du, dass es Brasilien gibt? Glaubst du, dass es Brasilien gibt? Glaubst du, dass es Brasilien gibt, das Land? Das brauche ich nicht glauben, das weiß ich. Das gibt es. Woher weißt du das denn? Du warst noch nie da, bestimmt, oder? Nee, ich war nicht da, aber das weiß ich. Also, wie kannst du etwas gewiss sein, was du nicht mit deinen eigenen Augen gesehen hast? Weil es über sagen wir mal, von 8 Milliarden Menschen gibt es ungefähr 3 Milliarden, die das kennen, die da schon mal waren. Da kann man da schon ausgehen davon, dass das wirklich so ist. Nee, aber das könnte auch falsche Aussage sein, weil du musst dich doch selber erstmal davon überzeugen. Es gibt 2 Milliarden Christen, die sagen, es gibt den Herrn Jesus Christus. Glaubst du denen das? Nein, die glauben das. Das wissen die nicht. Nee, ich weiß das. Es gibt heutzutage keine Menschen mehr, die den wirklich glauben. Ist egal. Es gibt 2 Milliarden Menschen, die davon überzeugt sind, dass es Jesus Christus gibt. Aber du glaubst ihnen das nicht, weil du das selber noch nicht gesehen hast mit deinen Augen. Richtig? So ist es auch mit Brasilien. Du hast noch nie Brasilien mit deinen eigenen Augen gesehen. Okay, gab es den Zweiten Weltkrieg? Die Leute, die in deinen Augen an Brasilien glauben, antworte. Die wissen in Wirklichkeit, dass es Brasilien, lass mich mal aussprechen. Es gibt Leute, die das. Das ist doch meine Antwort. Die Leute, die du gerade sagst, die wissen, dass es Brasilien gibt. Pharao, gab es den Zweiten Weltkrieg? Natürlich. Woher weißt du das? Du hast doch gar nicht gelebt, du hast es gar nicht gesehen. Weil es heute noch Leute gibt, die das wissen. Aber es gibt heute keine Leute mehr, die das wissen, Zeugen. Die 2000 Jahre alt sind, die Jesus gekannt haben. Doch, natürlich gibt es niedergeschriebene Zeugnisse, die darüber berichten, auch Historiker, die berichten, dass es Jesus Christus gegeben hat. Aber das glaubst du ja nicht. Du glaubst auch nicht, dass es Brasilien gibt. Wenn Leute Zeugen sind von Brasilien, das glaubst du nicht. Wir nennen jetzt einfach mal Adolf Schmittler, okay? Einfach um dir hier diesen Algorithmus-Scheiße. Adolf Schmittler, vielleicht wird er in 2000 Jahren nicht mehr Adolf Schmittler in Anführungszeichen heißen, sondern vielleicht Adolf Bittler. Und es gibt dann Leute, die dann einen Glauben haben, dass der vielleicht richtig war oder kein, nur als Beispiel jetzt. Ne? Aber keiner kannte das. Keiner kennt Glaubst jemanden, du an den Sauerstoff? Glaubst du an den Sauerstoff? Das ist alles Quatsch, was ihr hier sagt. Das ist alles Quatsch. Es gibt Sachen, die lassen sich wissenschaftlich belegen, aber es Wie? Hat keine... Gab es den Sauerstoff, bevor es wissenschaftlich belegbar war? Ja oder nein? Ich gehe kaputt. Natürlich, aber das ist etwas elementar Wichtiges zum Leben. Frau, erzähl kein Blödsinn. Erzähl kein Blödsinn. Dein ganzes System ist nicht das Fundament deine ganze Denkgebäude. Das Fundament ist immer absolut bei dir so, Resa, das ist immer Kontakt. Bei dir so. Sobald etwas einfach, wo du sagst, okay, das ist so, dann kommt bei dir immer, ja, das ist nicht belegbar oder was weiß ich was. Nein, glaubst das ist du nicht so. An Sauerstoff? Das ist doch so. Du glaubst du an Sauerstoff? Es gibt mehrere Milliarden glaubst Menschen. Glaubst du an der Sauerstoff, obwohl du das noch nie gesehen hast, den Herrn Sauerstoff? Aber ich muss doch nicht an Sauerstoff glauben, ich atme das. Nein, aber vor 200 Jahren hätte man dich gefragt, wenn du da gelebt hättest, dass es Sauerstoff gibt, den man nicht sieht, aber das sind Moleküle. Das ist umgekehrte Psychologie, was du hier versuchst. Nein, das ist keine umgekehrte Psychologie. Dann würden die Leute sagen, nein, was ich nicht sehe, gibt es nicht.
Aber den Sauerstoff gab es auch da, auch wenn die Leute es nicht gesehen haben. Das heißt, es gibt Dinge, die man nicht sieht, nicht schmeckt, aber die sind immer noch da. Auch wenn die Wissenschaft noch nicht das entdeckt hat. Das ist umgekehrt, was du hier gerade sagst. Das, was ich atme, gibt es gerade wirklich. Jesus gibt es gerade nicht wirklich. Luft, das ist was ganz anderes. Die Menschen vor 200, 300 Jahren wussten, dass es Luft gibt, aber Sauerstoff innerhalb, ein Partikel innerhalb der Luft, das konnten die Menschen nicht wissen. Na und? Ja, wenn ich gesagt habe, das ist nicht Luft, was sie einatmet, sondern minimalste Partikel, die Luft ausmachen, dann wird sie nicht ausgelacht. Ja, das sehe ich doch nicht. Ich bin ja an sich noch nicht mal jemand, der sagt, dass es Jesus nicht gab. Natürlich gab es den. Ja. Aber. Wie gab es den? Du warst ja noch gar nicht da. Du hast ihn noch nie gesehen, nein, du glaubst ich glaub, also. Ich habe den noch nie gesehen, aber ich glaube, dass es ihn gab. Siehst aber du, bist glaube, ein Gläubiger, siehst du? Sehr gut, das ist wirklich ich wissen. Ich glaube, dass es ihn gab. Ich glaube auch, dass es einen Mohammed gab. Ich glaube auch, dass es was weiß ich was gab. Aber ich glaube also nicht, dein Glaube kannst du auch beweisen, richtig? Also bleibt es, Pharao, dein Glaube bleibt also nicht nur Glaube, sondern der. Stehst du es jetzt? Ich glaube, dass es die Menschen gab, aber ich glaube nicht, dass es diese ganze Hokuspokus gab. Warum wehrst du dich so? Warum wehrst du dich so dagegen? Verstehe ich nicht. Mein Bruder erklärt es dir anhand ganz normaler Beispiele und du rennst und weichst die ganze Zeit aus und machst und du, das ist nicht normal. Weil es das gab, aber den Glauben dahinter, dass er auferstanden ist. Leute, bitte. Dein ganzes Leben besteht aus Glauben. Jetzt, wenn du schlafen gehst, du weißt eigentlich nicht, dass du morgen früh aufwachst, aber du glaubst, dass du morgen früh aufwachst, richtig? Ja, dein ganzes Leben ist Glaube. Ja, okay, vielleicht leben wir in der Matrix. Du bist dir deswegen nicht bewusst, dass du ein Riesengläubiger bist. Aber wenn es dann zu einem wahren Glaube kommt, nämlich dem wahren Glauben der Bibel an den Herrn Jesus Christus, auf einmal machst du einen Zickzack wie eine Hase. Ich glaube an die Erleuchtung, aber ich glaube, guck mal hier, wie schön ich hinter dem Licht. Ich glaube an die Erleuchtung, aber ich glaube nicht an. Deine Erleuchtung ist diese billige Lampe da hinter deinem Kopf. Das ist deine Erleuchtung, diese 5-Euro-Lampe. Ja, das ist einfach nur spannend. Das jetzt gerade, Alter. Kannst du nicht ein bisschen Spaß verstehen? Musst du immer doch, so. Ich sag doch, musst du ja, ich so, sag doch, das ist doch Spaß zum Lachen, diese 5-Euro-Erleuchtung von dir. Das ist keine 5 Euro, Digga, die hat locker 15 Euro. Ja, oder 50 Euro, Euro. Deine Erleuchtung ist halt 50 Euro 15. wert oder 500. 15 Euro. Ja. Aber die Erleuchtung, die der Herr Jesus gibt, die ist unbezahlbar. Die ist nicht existent. Du kannst natürlich rumlaufen tagsüber mit so einer LED-Lampe über deinen Kopf und sagen, ich bin erleuchtet. Das kannst du machen, gerne. So eine Lampe hinter deinem Kopf aufhängen und durch die Gegend laufen und sagen, hey Leute, guck mal, wie meine Erleuchtung. Erleuchtung, die der Herr Jesus dir gibt, ist nicht diese Billiglampe von Amazon, die du bestellst, LED. Sondern die ist für die Ewigkeit, die erleuchtet dich wahrhaftig. Du hast einen Rücklauf, eine Rückkopplung. Wer, ich?